Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum die zahlreichen Demonstrationen in Stuttgart, Berlin, München, Leipzig und vielen anderen Städten bis jetzt nicht durchschlagend zum Erfolg verholfen haben und wie man seine Strategie ändern muss, um mehr Erfolg zu haben. Der engagierte Rechtsanwalt Markus Heinz hat ein Statement abgegeben, das wahrscheinlich vielen aus der Seele spricht. Hier im Folgenden der Ausschnitt. Das ist ja das Erschreckende, was die Bürger sich alles nehmen lassen. Also das lassen sich sogar die Freiheit nehmen. Die lassen sich die Freiheit nehmen, die allermeisten, also nicht die, die hier stehen, aber es stehen natürlich zu wenige hier. Hier müssten Hunderttausende stehen. Es stehen Zehntausende, das ist schön für alle, die da sind, aber ich frage mich halt, wo die Hunderttausende oder Millionen andere sind. Und das muss man natürlich auch für sich selber immer kritisch hinterfragen, also auch im eigenen Bekanntenkreis. Es bringt nichts, wenn dann Leute sagen, oh, das ist toll, was der macht. Ich gucke jedes Video und dann fragst du, ja, was machst du selber? Ja, keine Ahnung. Dann setzt man die Maske auf, die man scheiße findet, geht in den Laden und... Also das ist halt immer schwierig, wenn man nicht selber aktiv wird. So oder so ähnlich haben wir bestimmt schon alle gedacht. Wir waren alle schon enttäuscht über die Leute, über ihr verschwindendes Engagement. Dass sie immer noch der Bundesregierung zustimmen, dass sie nicht kritisch sind und dass sie nichts tun, dass sie passiv sind. Dass viele Leute nicht nach Leipzig gekommen sind und es weniger waren als in Berlin, das hat aber auch noch andere Gründe. Das hat den Grund, dass die Leute den Sinn nicht so richtig sehen. Und das leitet über zu der Frage, was führt zum Erfolg? Oder warum führt was zum Erfolg und warum etwas anderes nicht? Im Moment ist es so, dass viele etablierte Medien, eigentlich alle, die man bei Google findet, auf gleichförmige Weise schweigen und herausheben. Gewisse Fakten benennen und andere Fakten nicht benennen. Aufbauend darauf bilden sich die Leute ihre Meinung. Das nennt man eine Mediakratie. Das heißt, eigentlich herrscht ja Demokratie, der Volk ist der Souverän und wählt seine Politiker. Das ist auf dem Papier so. Aber faktisch ist es so, dass es nicht die eigene Meinung ist von den Menschen, oder es ist die eigene Meinung, aber andere bestimmen, welche Meinung der Mensch hat. Und wenn man jetzt die Altmedien oder etablierten Medien konsumiert, dann kann man sich das auch gar nicht aussuchen, weil aufgrund von Informationen, die man zugespielt bekommt oder Informationen, die man nicht bekommt, baut man sich seine Meinung auf. Und die Altmedien schweigen kollektiv zu gewissen Themen oder gewisse Fakten, sodass die Leute sich etwas Falsches zusammenreimen. Und der Kernpunkt ist jetzt, das muss man den Leuten nahebringen. Das muss man den Leuten erklären, dass sie den Medien nicht vertrauen können, auf dem sie ihr Urteil aufbauen. Das ist der Schlüssel zu allem. Es ist ein Fehler, zu probieren, jetzt im Fall der Corona-Maßnahmen, die Leute zu überzeugen, die Corona-Maßnahmen sind falsch, aus dem und dem und dem Grund. Sondern man muss woanders ansetzen. Man muss bei den Medien ansetzen. Ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellen. Und das mit Fakten beweisen. In Frage stellen reicht nicht, man muss es beweisen, dass sie ihnen nicht vertrauen können. Und wenn sie ihnen nicht vertrauen können, dann informieren sie sich automatisch anderweitig. Und dann ändern sie auch ihre Meinung automatisch. Weil ihre Meinung ja auf Desinformation beruht. Auf Täuschung. Sie beruht darauf, dass ihnen viele wichtige Fakten verschwiegen werden. In verschiedenen Themen. Im Klima ist es beispielsweise die Hockeyschlägerkurve, der Prozess, der verschwiegen wurde. Riesenausmaß. Was ist die Hockeyschlägerkurve? Im Jahr 1998 hat ein Wissenschaftler namens Michael Mann die Hockeyschlägerkurve vorgestellt. Diese Kurve veranschaulicht die Temperaturentwicklung auf der Welt in den letzten 1000 Jahren. Und diese Kurve sieht so aus, dass sie die letzten 1000 Jahre eigentlich ganz flach war und dann die letzten 100 Jahre, also einhergehend mit der Industrialisierung, geht sie ganz steil nach oben. Und aufbauend auf dieser Kurve, die beim IPCC benutzt wurde, wurde weltweit die Meinung verbreitet, es müsste dringend unter allen Umständen der CO2-Verbrauch so stark reduziert werden wie möglich, um die Welt zu retten. Wenn man das nicht täte, dann
würde die Welt in eine Art Hitzekollaps geraten. Es ist nun so, dass diese Kurve von Michael Mann nicht die erste Kurve ist, die den Temperaturverlauf auf der Welt in den letzten 1000 Jahren rekonstruiert. Die Vorgängerkurve, die weit verbreitet war, war eine Kurve von einem Wissenschaftler mit dem Namen Tim Ball. Und dieser Wissenschaftler hat sich abfällig über die Kurve von Michael Mann geäußert, woraufhin dieser verklagt hat. Am Ende kam es vor einem US-Gericht dazu, dass Michael Mann vorlegen musste für seine Kurve, mit welchen Daten er die Kurve erstellt hat. Und das hat er ja nie verraten. Und Michael Mann hat nicht vorgelegt, wie er diese Kurve erstellt hat. Und dadurch war klar, die Kurve ist wertlos. Und darauf haben die ganzen IPCC-Berichte basiert. Darauf wurde in Deutschland, auf der Welt, wurden diese ganzen CO2-Sparmaßnahmen beschlossen. Das heißt, dieser Prozess, der hat höchste Relevanz, weil es sprechen ja auch ganz viele Überlieferungen dafür, dass die Vorgängerkurve von Tim Ball, dass sie wahr ist, dass es im Mittelalter schon ganz warme Perioden gegeben hat, viel wärmer als heute. Das sind Rhein und Donau ausgetrocknet, da gab es über viele Monate überhaupt keinen Regen. Das sind alle Sommer, die wir heute erlebt haben, sind nach diesen Überlieferungen der reinste Witz. Also da war es einfach komplett trocken und so trocken, dass die Flüsse ausgetrocknet sind. Und dann gibt es Indizien, dass die Baumgrenze viel höher war. Auf jeden Fall gibt es ganz viele Indizien dafür, dass diese Tim Ball-Kurve die wahre Kurve ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wurde diese Michael Mann-Kurve, wie kam es dazu, dass sie überhaupt vom IPCC ausgewählt wurde und dass überhaupt alle mögliche Kritik niedergemäht wurde. Und da sehen wir etwas, was wir heute auch erleben. Es gibt keinen Beweis für einen Treibhauseffekt. Es gibt noch nicht mal mehr einen Beweis, dass der Treibhauseffekt im Treibhaus relevant wird, schon 1909. Und das haben auch Wissenschaftler bewiesen, aber sie konnten es in einem Klima-Journal gar nicht posten, sie konnten es nur in einem Physik-Journal posten, weil sie wurden da ausgeschlossen. Sie wurden aus dem Diskurs ausgegrenzt. Und das geht schon seit den 2000ern so. Und gleichförmig haben die Medien darüber nicht berichtet. Und wenn man das nicht weiß, dann denkt man natürlich, in Schulbüchern steht das ja plausibel drin mit dem Treibhauseffekt. Und ich hätte das auch nicht für möglich gehalten bis vor 1,5 Jahren. Ich hätte gedacht, ich war zwar auch immer so ein bisschen, aber dann denkt man sich, es steht in den Schulbüchern und dann wird das schon, da wird schon was, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird da schon was dran sein. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jetzt Physiker in einem Physikjournal, in einem Review, also auch nachgeprüft, wie das bei wissenschaftlichen Artikeln üblich ist, mit dem Peer-Review-Verfahren, das heißt, dann wird der Artikel unabhängig, anonym überprüft von anderen Wissenschaftlern und dann erst kann er in das Journal aufgenommen werden. Und dieser Artikel hat ganz eindeutig nachgewiesen, dieser CO2-Treibhauseffekt, Strahlungsbilanz, alles was wir lernen, das ist alles Unsinn. Und das ist natürlich, wäre natürlich ein Riesenskandal. Und was natürlich auffällt ist, in den ganzen letzten 20 Jahren wurde dieser Wissenschaftler oder wurden andere Wissenschaftler nie in die öffentliche Diskussion eingebunden. Zum Klima wurde bei der AfD höchstens Guido Reil befragt. Aber Leute, die sich auskennen, die werden dazu nicht befragt. Die kommen in den öffentlichen Diskurs nicht rein. Die werden komplett ausgegrenzt. So wie wir es jetzt auch bei Corona erleben. Das heißt, wenn man jetzt aber nur diese Informationen hat, dann glaubt man das. Und da muss man eben an der Quelle ansetzen. Man muss eben den Leuten deutlich machen, ihr werdet getäuscht. Ihr könnt diesen Medien nicht vertrauen. Und jetzt ist am 1. August bei der Demonstration in Berlin ist was ganz Wichtiges passiert, was aber die Leute in ihrer Wichtigkeit, in ihrer Dimension überhaupt nicht verstanden haben, wie wichtig das für uns ist. Und zwar war es ja so, dass die Etablierten, die Altmedien, dass sie überrascht waren von der Anzahl der Leute. Sie wollten jetzt aber die Demonstranten aus dem Diskurs raushalten, dieser Position. Sie wollten sie nicht öffentlich diskutieren. Und das geht aber nur bei einer gewissen Anzahl. Deswegen haben sie gesagt 17.000 bis 20.000. Wenn es jetzt sehr viel mehr sind, 50.000 oder dann sechsstellig 100.000 oder noch mehr, dann müssen sie die Leute, die gegen die Maßnahmen demonstrieren, die müssen sie in die Talkshows lassen, müssen sie in eine öffentliche Diskussion einbinden. Und das wollen sie genauso wenig zulassen, wie sie es 20 Jahre lang mit den Klimaleugnern nicht zugelassen haben. Und jetzt haben sie in der Eile einen Fehler gemacht. Also erstmal im Gegensatz zu jetzt der Demonstration am 29.08. oder jetzt in Leipzig, es gab keine Negativbilder. Zufällig gab es keine Negativbilder, weil es eben so überraschend kam.
Und, aber sie wollten die Teilnehmerzahl klein halten. Dann kamen also diese Faktenfinder an. Dann haben sie die Leute, die gesagt haben, es sind ganz viele gewesen, haben sie als blöd hingestellt. Und das haben sie dann bewiesen. Das haben sie bewiesen mit Falschfotos. Und zwar haben sie ein Foto genommen, das von 13.30 Uhr war, und haben behauptet, es wäre von 15.50 Uhr oder von 16.03 Uhr. Oder 15.40 Uhr, als die Veranstaltung begonnen hat. Und es war so, sie haben dann ein Foto von der Love Parade haben sie neben dran gestellt, haben gesagt, hier, guckt her, auf der Love Parade, da waren 1 Million Leute. Und seht hier, dieser kleine Haufen um die Bühne, das sollen eure Millionen sein, ihr seid ja total bescheuert. Ihr seid ja wirklich größenwahnsinnig, schaut her, das sind natürlich klar nicht mehr als 20.000 Leute. Es war aber so, dass zu der Zeit, wo dieses Foto aufgenommen wurde, waren die Leute in der Stadt unterwegs, auf einem großen Straßenumzug. Und der Straßenumzug war so voll, dass er von Anfang bis Ende war kein Durchkommen. Also es wollte ein LKW-Busunternehmer wollten den Zug, den Demonstrationszug kreuzen, aber das konnten sie nach Ansage der Polizei nicht, weil es zu viele Leute waren. Und da gibt es auch Aufnahmen von diesem Zug. Und ungefähr zu dieser Zeit wurde um der Bühne herum dieses Foto aufgenommen. Und wieso kann man jetzt sagen, dass es von 13.30 Uhr war? Was sie übersehen haben, ist der Sonnenstand. Man kann anhand des Schattenwurfs eindeutig nachweisen, zu welcher Uhrzeit das Foto aufgenommen wurde. Und sie, wenn man auch genau hinguckt, sie sagen, in den Faktenfindern sagen sie nach Angabe des Fotografen. Das ist eben diese Täuschung, sie wollen möglichst nicht lügen, sie wollen einen Falscheindruck erwecken. Sie wollen erwecken, dass der Mensch sich denkt, dass der Leser sich denkt, ah ja klar, das Foto war von 15.40 Uhr. Und sie wollen sich nachher zurückziehen und sagen können, ah, ich habe das nicht gesagt, das hat ja der Fotograf mir gesagt, ich habe damit nichts zu tun. So ein Pech, dass das dann doch irgendwie anders war. So wollen sie sich so absichern. Da kann man mit etwas Erfahrung kann man dann genau darauf achten, warum schreiben sie jetzt nicht, das Foto war von 15.40 Uhr, sondern nach Angabe des Fotografen, weil sie sich zurückziehen wollen. Und sie haben natürlich absichtlich ganz viele Anzeichen, dass es mehr waren, ignoriert. Und dann wollen sie aber halt sagen, oh, das war ja großes Pech. Und jetzt könnte man sagen, so ein Fehler kann passieren, der Fotograf hat sich geirrt. Aber spätestens dann, als im Internet das kam mit dem Sonnenstand, da hätten sie sich korrigieren müssen. Oder da hätten andere etablierte Medien hätten das aufgreifen müssen, wenn der Zustand normal wäre. Weil wir sagen ja, oder es reden sagen viele, die Medien sind gleichgeschaltet. Oder wie man das nennen will. Geschichtliche Vergleiche sind immer problematisch, weil die Geschichte wiederholt sich nicht. Das ist so ein Begriff aus dem Dritten Reich, gleichgeschaltet. Man kann auf jeden Fall sagen, gleichförmig. Und dann hat man aber hier den Beweis. Hier hat man den Beweis, weil die Altmedien, sie hätten es im Nachhinein aufgreifen müssen, dass hier ein Fehler passiert ist. Dass dieser Beweis dafür, dass es 17.000 bis 20.000 gewesen sein sollen, dass der nicht haltbar ist mit dem Sonnenstand. Sondern dass es dann doch nicht ausgeschlossen sein kann, dass es viel mehr sind. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben das ausgeschwiegen. Und zwar kollektiv. Man konnte es bei Google nicht finden. Und wenn man es schafft, das zu den Leuten zu transportieren, dann, und das den Leuten klar zu machen, dann ist einfach klar, sie können diesen Leuten nicht vertrauen. Und dann informieren sie sich auch anderweitig. Und dann ist das ganze Problem gelöst. Wenn sie diesen Leuten nicht mehr vertrauen. Und es hat auch noch einen anderen psychologischen Effekt. Und zwar, viele Leute interessiert die Wahrheit gar nicht, sondern sie laufen den Stärkeren hinterher. Sie interessiert nicht die tatsächliche Wahrheit, wie es tatsächlich ist, sondern sie interessiert der Frame. Wer hat den guten Frame? Also wer kann in der Öffentlichkeit den Frame installieren, dass er der Gute ist? Derjenige, der die Möglichkeit hat, der ist normalerweise der Starke. Das wirkt tiefenpsychologisch. Und diesen Leuten laufen viele Leute intuitiv hinterher, die kümmern sich gar nicht um die Fakten, die interessiert das gar nicht. Die schnappen das nur schnell auf, aha, der hat den dominanten Frame, der ist der Gute, er hat die Macht, in der Öffentlichkeit zu etablieren, dass er der Gute ist, ihm laufe ich hinterher. Wenn wir jetzt diesen Leuten zeigen können, wir haben die Macht, zu zeigen, dass das nicht die Guten sind, dass wir die Guten sind und dass wir die Guten sind und die Wahren, die Wahrhaftigen sind, das zeigen wir, das können wir nur dadurch beweisen, dass wir beweisen, dass die anderen, die uns schlecht machen, dass sie die Unwahrheit sagen. Also muss Querdenken, die AfD, alle müssen beweisen, die Medien täuschen. Sie sind nicht wahrhaftig, sie sagen die Unwahrheit. Und das geht mit diesem Foto vom 1. August.
Das könnte man zum Beispiel im Portemonnaie haben und wenn man zufällig diskutiert, könnte man es den Leuten zeigen. Hier Sonnenstand und guckt euch an, Korrektiv. Tagesschau, Faktenfinder, sie sagen 16.30 Uhr. Erklärt ihr mir es. Wie kann das sein? Wieso greift das keiner auf? Und sie sehen auch erstmal natürlich diejenigen, die sich für die Wahrheit interessieren, die werden sofort zustimmen. Aber auch die anderen, es fällt so ihr Alibi weg. So im Nachhinein müssen sie es gewusst haben. Ja, weil wir haben es ihnen gezeigt. Das ist, da bringt sie dann in so eine bisschen so eine Notlage. Es ist ja immer, wenn sie das Alibi haben, dann können sie immer sagen, ja, die Medien haben es, ich konnte es ja nicht besser wissen, die Medien haben es mir gesagt, ich bin nicht schuld. Ich bin nicht schuld, ich bin ein armes Opfer. Wenn man ihnen aber einen Beweis vorgelegt hat, dann können sie im Nachhinein sagen, oh, es war doch überall der Beweis, ich habe es dir doch gezeigt. Dann bringt es sie in so eine Notlage, wo sie eigentlich einlenken müssen. Und es demonstriert natürlich auch Macht. Eben die Stärke, dass wir in der Lage sind, diese Leute bloßzustellen. Zu zeigen, ihr sagt die Unwahrheit. Und darauf hätte man sich konzentrieren müssen. Das hat man aber nicht gemacht. Man hat dann sich immer nur darauf gedacht, ja, es ist jetzt egal, wir kommen am 29.08. mit 5 Millionen und dann ist es ganz egal, ob die getäuscht haben. Das spielt dann gar keine Rolle. Anstatt das auszunutzen, da immer dran zu bleiben und immer drauf zu drücken, wir waren mehr, wir können es beweisen, ihr täuscht. Stattdessen haben dann viele gesagt, es ist ja egal, macht nichts, wir sind dann am 29. noch viel mehr. Mir war schon damals klar gewesen, dass wir am 1. August Glück haben und dass es am 29.08. anders laufen wird. Dass die sich irgendwas einverlassen. Dass das ein guter Moment war, dass sie einen Überraschungsmoment haben. Dass wir nur durch das Glück hatten wir nur durch diesen Überraschungsmoment, dass es die anderen nicht aufgepasst haben, es nicht gemerkt haben, nicht erkannt haben, wie viele Leute da kommen. Und beim zweiten Mal war es dann so, dann gab es eine Tamara Kirschbaum, die irgendeinen völligen Stuss erzählt, Trump wäre in Berlin, dann haben wir nicht bewachte Absperrungen von einer dubios angemeldeten Demo vor dem Reichstag, wo dann der Veranstalter gar nicht da ist, ich glaube startendlos, irgend so eine komische Demonstration. Und die Polizisten sind dann zufällig 2 Minuten entfernt, keiner da und kommen dann aber direkt nach einer Minute. Und dann zufällig sind am nächsten Tag, als alles in den Zeitungen voll oder ganz groß, ist dann hier Reichstagssturm, Reichsflaggen. Und dann wird zwar vielleicht in einem Nebensatz erwähnt, ja, die Hauptdemo war friedlich, aber die wissen ganz genau, die wollen sich nicht den Vorwurf, sie wollen nicht in den Vorwurf reingehen, sie würden jetzt nur über den Reichstagssturm berichten. Aber über ganz wichtige Dinge haben sie auch gar nicht berichtet, dass Robert Kennedy Jr. da gesprochen hat, eine bewegende Rede gehalten hat. Dann diese ganzen Fotos von der Vielzahl von Leuten. Und wurde auch der Fehler gemacht, dass es dann zwar Luftaufnahmen gegeben hat, die ich dann gesucht habe und gefunden habe. Ich wollte dann auch hier unbedingt dokumentieren, wir waren ganz viele, um es aufzeigen zu können, den Kontrast zu den Altmedien, die das nicht beleuchten, die das verschweigen. Dass man hier gleich wieder auf die Anzahl pochen kann, wir waren viele. Aber diese Luftaufnahmen, die dann auch eindrucksvoll zeigen, der große Stern, da waren überall Leute. Und es geht dann auch vor bis zum Brandenburger Tor, da waren überall Leute. Natürlich etwas verstreut und man weiß dann nicht genau, wie viele es jetzt waren. Vielleicht waren auch weniger Leute da als am 1. August. Aber es hätte schon gereicht, wenn man gezeigt hätte, von mir aus, wenn man jetzt gezeigt hätte, es waren 100.000 oder 50.000, 100.000. Es wäre immer noch viel mehr gewesen als das, was die suggerieren, weil 50.000 ist ja wahnsinnig viel oder auch 100.000 ist schon wahnsinnig viel. Und natürlich kann man dann auch das noch dann aufbringen, dass ja die Polizei am 1. August gesagt hat, und da haben viele Zeugen gesagt, dass die Polizei von 800.000 Leuten gesprochen hat. Da ging es ja rum mit 1,3 Millionen. Und da muss man in die Öffentlichkeit und drauf pochen. Und auch wie das dieser Busunternehmer gemacht hat, dass er dann drauf pocht, ich sage auch vor Gericht, dieser Polizist hat zu mir gesagt, 800.000. Ich kann das auch vor Gericht aussagen. Und darauf immer, aber eben nicht, um das als Argument gegen die Maßnahmen vorzubringen, sondern um die Medien unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Also halt das aufzuzeigen, dass sie unglaubwürdig sind, den Beweis zu liefern, dass die Leute sehen, denen können wir nicht vertrauen. Das müssen ja die Leute verstehen. Wenn wir es schaffen, dass die Leute verstehen, denen können wir nicht vertrauen, die berichten einseitig, die täuschen vor allem auch gleichförmig zusammen, wie im Einklang, verschweigen die uns systematisch Informationen. Da ist ja die Liste lang. Gehen wir es mal durch. Ich habe es mir immer mal notiert. Globaler Pakt für Migration wurde auch durchs Internet aufgebracht. Keiner von den Altmedien greift das von sich aus keiner auf. Erst nachdem man das aufgebracht wurde.
Dann die Hetzjagdlüge von Chemnitz. Auch großes Schweigen. Hans-Georg Maaßen, die Art, wie er entlassen wird. Die Bundesregierung lügt, alles gar kein Problem, wird nicht weiter aufgegriffen, wird nicht vertieft. Dann die Silvesternacht von Köln. 7 Tage lang wird gar nichts berichtet, obwohl die Leute, die Medien schon genau gewusst haben, was da vorgefallen ist. Dann die Wahl von Hamburg. Die AfD konnte in Hamburg keine einzige öffentliche Wahlkampfveranstaltung machen, weil überall Antifanten das sofort verhindert haben. Das ist für eine Demokratie ein absoluter Skandal. Das ist absolut undemokratisch, wenn eine Partei so bedrängt wird und niemand sagt was. Niemand von den Altmedien, von den etablierten Medien macht einen Bericht drüber. Wie ist der AfD, wie schlimm das denen ergangen ist. Dann das Attentat von Hanau, wo es der AfD alles in die Schuhe geschoben wird und wo dann aber keiner von den etablierten Medien sagt, der Vater, also der Vater war bei den Grünen. Die Haupteinflussfigur auf eine Person ist ja die Familie. Und das wurde dann gar nicht thematisiert, sondern es wurde dann irgendwie auf Teufel komm raus irgendwie mit der AfD in Verbindung gebracht. Kritisch kam da gar nichts. Dann die Listenaufstellungstricks in Sachsen, um AfD-Abgeordnete zu verhindern. Also das muss man sich mal vorstellen, ist unglaublich. Da hat dann diese Wahlkommission diese Aufstellung für ungültig erklärt, weil es an 2 getrennten Tagen stattgefunden hat. Und da hätte die AfD keine Abgeordnete, hätte nur ganz wenige Abgeordnete schicken können in den Landtag, egal was für ein Ergebnis sie einfahren. Und das wurde dann auch von dem Gericht gekippt. Berichterstattung, nichts. Dann die AfD ist in keiner Talkshow. Seit Jahren, also ist drittstärkste Kraft im Bundestag, kommt in keine Talkshow rein. Dann kriegen sie auch keinen Vizepräsidenten. Wird gar nicht kritisch betrachtet. Dann überhaupt diese ganzen Bundestagsreden, wird überhaupt nicht, was die AfD da sagt, das wird in die Medien überhaupt nicht transportiert. Es kommt auf Phoenix, aber die wissen ja ganz genau, in der Live-Übertragung, das gucken nur die politisch Interessierten. Und die politisch Interessierten, die wählen sowieso schon alle AfD. Außer jetzt von den überzeugten Linken, die auch über alles Bescheid wissen. Aber die große Masse, wissen sie ganz genau, guckt nur Tagesschau und kriegen dann nie... Die wissen ganz genau, dass die nie von der AfD irgendwas mitbekommen. Das wissen die ganz genau. Und dann noch ein Beispiel, das Innenministerium, dieses Papier zu den Corona-Maßnahmen, die Verhältnismäßigkeit, dass die Verhältnismäßigkeit nicht stimmt, wurde auch irgendwie, ja, das ist eine Privatperson, ja, da wird so ein Papier gefertigt und dann, wenn das Papier dann nicht so ausfällt, wie es jetzt den Medien und der Regierung, dass es gefällt, dann wird gesagt, das ist ja Privatmeinung und dann wird der abserviert, dann passiert auch gar nichts. Das sind nur ein paar Beispiele. Und jetzt der Hauptgewinn jetzt in Leipzig oder auch in Berlin vom 29.08. ist dann nur wieder, dass man aufzeigen kann, wie einseitig die Leute Verfehlungen begehen, die Altmedien und Altparteien. Zum Beispiel beim 29.08. ist eigentlich der größte Erfolg, dass der Berliner Senat die Demonstration verbieten wollte. Und das muss man dann in den Vordergrund stellen. Da haben sie sich verraten, was sie für Leute sind. Oder auch mit der Polizei, wie die Polizei vorgegangen ist, was da passiert ist und wie dann im Nachgang nicht darüber berichtet wurde. Das muss in den Vordergrund gestellt werden. Und damit muss man an die Bürger rangehen. Oder auch wenn jetzt Markus Heinz in einer Talkshow ist, diese Dinge, die die Altmedien nicht berichten, die müssen immer in den Vordergrund gestellt werden. Da muss er immer die Themen lenken und über was anderes braucht er überhaupt nicht reden. Er braucht über nichts anderes reden, als über diese Verfehlungen, über dieses Falschfoto. Da kann er nicht bei jeder Frage kann er wieder auf das Falschfoto vom 1. August kommen. Egal, was sie ihn fragen. Und bei jeder Frage auf irgendwelche Sachen, die unangenehm ist, die Altmedien verschweigen wollen. Was anderes darf er überhaupt nicht sagen. Auf was anderes darf er sich gar nicht einlassen. Das muss er dann mit einem Satz die Frage beantworten, dann sofort eigenständige Themenlenkung auf diese unangenehmen Dinge. Oder jetzt in Leipzig, jetzt wird ja Querdenken gar nicht mehr auch ausgegrenzt. Der Ruf ist verdorben worden, erfolgreich. Wie bei der AfD der Ruf verdorben wurde, das hat viele bei Querdenken auch noch nicht verstanden, dass diese gleiche, das ist der AfD, dass es kein bisschen anders ist, was mit der AfD gemacht wurde, was jetzt mit Querdenken gemacht wurde. Das ist überhaupt nicht anders. Und man muss auch verstehen, dass die Altmedien, dass man muss es einfach akzeptieren, auch wenn man das nicht menschlich nicht nachvollziehen kann, ist diese Feindseligkeit, diese Unmenschlichkeit. Wie man so bösartig täuschen kann.
wie man eben zum Beispiel beim 29.8. in Berlin, wie man die ganze Demo verschweigen kann, verreißen kann und dann nur auf den Reichstag, über den Reichstag bricht. Das ist satanisch, was da passiert ist, wie da berichtet wurde. Und es wirkt dann auf Unterbewusstsein, wenn diese Leute behaupten, sie würden ausgewogen berichten. Und man ist dann immer wieder überrascht, wie abgrundtief, ja, wie sie berichten. Man kann es immer nicht glauben. Und man muss aber einfach mal akzeptieren und logisch betrachten, wir haben denen nichts getan, aber die sind feindselig eingestellt. Warum auch immer. Und die werden immer, wenn die dabei sind, werden sie immer uns verreißen. So war es bis jetzt immer und so wird es immer sein. Und da muss man die Konsequenz draus ziehen und muss verstehen, die dürfen nicht Bescheid wissen, wenn wir irgendwo sind, wenn wir irgendwas machen. Wir müssen an diesen Leuten vorbei, müssen wir an die Leute herantreten, weil die Information, das ist Wissen bedeutet Macht. Und Wissen ist immer der Trumpf der Medien. Die wissen immer über alles ganz genau Bescheid, weil die kriegen Geld für Recherche. Die haben ihre Rechercheteams, die sind überall. Dann gibt es vielleicht noch Geheimdienstspitzel, die auch noch irgendwas, die auch noch irgendwie Sachen verraten. Die wissen immer über alles Bescheid, hat man ja beim Monitor gesehen. Da wurde ja dann Michael Ballweg mit Nikolai Nehrling mit den 6 Millionen Aussage sofort konfrontiert. Und es ist ja auch so, dass jetzt dieser Berliner Senat, die probieren ja auch die Demonstranten von der Bevölkerung fernzuhalten. Sie schlecht zu reden, sie fernzuhalten. Den Namen Querdenken zu verderben, wie auch der Name AfD verdorben ist. Und man muss deswegen, darf man gar nicht sagen, wer man ist, und man muss an diesen Leuten vorbei agieren. Sie dürfen nicht Bescheid wissen. Und dann sind, wir haben diesen Wissensvorsprung, dass wir wissen, wann wir was machen wollen. Wenn man jetzt dezentral in kleinen Gruppen agiert, ohne Anmeldung, dann ist das wahrscheinlich das Effektivste, weil man kommt an die Bürger ran, man hat, wenn man jetzt in die Aktion von Osnabrück sieht, da sind 20 Leute, 5, 10 Leute reichen, mit denen man 500 Leute erreicht, wenn man halt durch die Fußgängerzone läuft. Wenn man jetzt mal sieht, das Verhältnis in Berlin, wie viele Leute da waren, im Endeffekt erreicht hat, weil durch die Altmedien, sie bewerben das nicht positiv. Und dann ist es so, das habe ich jetzt auch noch drüber nachgedacht, man muss am besten sofort mit Argumenten, mit Fakten kommen. Das heißt, auf so Schildern selber denken ist schon mal gut, dann macht man den Leuten klar, wir denken nach, wir wissen, was wir hier machen, wir wissen, was wir wollen, wir denken mehr als ihr, denkt ihr mal mehr nach, aber noch besser ist es, wenn man irgendwie konkret Fakten nennt. Und da zum Beispiel, wenn man jetzt vielleicht schon ein Foto auf dem Ding hat und dann steht da 20.000 Fragezeichen, diese wunden Punkte möglichst kompakt, schlagartig transportiert, dass die Leute eben Fragen stellen, ja, warum sagst du das jetzt hier mit dem, dann kann man mit den Leuten ins Gespräch kommen. Am besten mit irgendwelchen Fakten kommen. Es gibt ja diesen Bericht vom Statistischen Bundesamt, wie viele Leute im Jahr sterben und so weiter und so fort. Und dann kann man die Dinge ins Verhältnis rücken. Dann kann man so die Fakten gerade rücken. Also dass zum Beispiel 20.000 Leute an Krankenhausinfektionen sterben. Dass man die Dinge ins Verhältnis rückt und dann sofort mit Fakten an den Leuten vorbeiläuft und die Leute merken, Alter, die haben Argumente. Die haben Argumente, die kennen wir gar nicht. Weil die Medien vermitteln ja den Eindruck, die sind dumme Leute. Und ihr seid die Schlauen, weil wir informieren euch und die Leute sind halt so dumm, die sind Spinner. Aber ihr seid schlau. Und es ist natürlich auch so, dass wenn die Leute sehen, es gibt Leute, die gegen die Maßnahmen sind oder die das anders wollen und die sehe ich live, die sind nicht nur theoretisch irgendwo eine kleine irgendwas, also mein ganzes Umfeld, eigentlich alle sind der einen Meinung und die andere Meinung, die gibt es eigentlich gar nicht. Also die gibt es nur theoretisch. Und wenn man aber in der Praxis sieht, es gibt diese Meinung und viele Leute vertreten die, dann hat das auch einen Effekt, dass man eben, das wirkt einfach schon überzeugend, allein, dass wenn viele für etwas sind, dann denkt man ja, die werden sich ja schon was gedacht haben. Das wirkt unterbewusst. Aber das Wichtigste ist, die Integrität der Medien anzuzweifeln, weil die unausgewogene Berichterstattung der etablierten Medien ist das Hauptproblem. Großdemonstrationen sind natürlich auch immer super, aber man muss sich bewusst sein, das ist gut für was anderes. Das ist gut, um Beweise zu sammeln. Beweise, um dann die Glaubwürdigkeit von Altparteien und Altmedien in Frage zu stellen. Aber es wird jetzt nicht helfen, und das muss man dann im Nachgang in den Vordergrund stellen, aber es wird nicht so sein, dass man jetzt dadurch viele Leute erreicht. Jedenfalls nicht über die Altmedien.
Auf gar keinen Fall. Und übers Internet schauen auch nur wir. Sondern es geht dann darum, dass man dann im Gespräch oder mit Briefkastenflyern das dann Beweise liefern kann. Und vor allen Dingen auch, dass man diesen Rufumkehr macht, weil die Etablierten, die Altmedien reden ja YouTube oder überhaupt diese alternativen Medien schlecht, dass man dann eben darlegt, es ist genau andersrum. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Zu sagen gibt es noch, dass ich mich jetzt breiter aufgestellt habe, also auch Telegram, BitChute, Library und ich habe auch noch einen zweiten YouTube-Kanal, Politik und Psychologie, wo ich auch immer hin und wieder mal ein Video posten werde. Ich möchte mich noch herzlich bedanken für die Spenden. Es sind jetzt mittlerweile schon über 300 Euro. Das ist wirklich unglaublich. Und wie gesagt, habe ich eigentlich schon alles vorbereitet mit Abmahnungen, meine Begründung zurechtgelegt. Ich will das durchziehen, weil ich jetzt mir vor allem auch schon die ganze Arbeit gemacht habe. Ich habe da wirklich wahnsinnig viel mehr Zeit, als ich wollte, habe ich jetzt da rein investiert. Aber ich war so aufgebracht die letzten Wochen, ich konnte das gar nicht anders. Mich hat das so geärgert. Habe ich dann die ganze Zeit mir genommen, habe dann diese Begründungen geschrieben, habe das alles durchgeguckt, habe dann WHO geguckt, was haben die für Positionen genau, habe mir das alles ganz genau angeguckt. Was steht da in den YouTube-Linien? Jede Zeile habe ich mir angeguckt. Und jetzt habe ich mir diese ganze Arbeit gemacht, jetzt will ich das auch durchziehen. Also macht's gut.